Hi Leute, heute erzähle ich euch was über unsere Bar. Ja, wir haben unten im Erdgeschoss die Bar und oben im ersten Geschoss das Restaurant. Für die Bar werden wir auch noch eine schöne Terrasse haben nächstes Jahr. Und ja, was machen wir in dieser Bar? Neben Standards, Cocktails, Champagner etc. haben wir natürlich was Besonderes. Das ist unser Cocktail Food Pairing. Und ja, das bedeutet, dass wir Gerichte extra abgestimmt auf Cocktails oder umgekehrt haben. Und ja, somit ein ganz neues Geschmackserlebnis quasi bieten können. Und da gibt es dann halt solche Sachen wie zum Beispiel Zander, roh und mariniert. Dann haben wir dabei Miso-Mayonnaise und so ein geeistes Gemüse. Und dazu servieren wir dann einen Cocktail, zum Beispiel eine White Mary, also sowas wie eine Bloody Mary, aber in klar. Und die Tomate und das Miso, das ergänzt sich halt super und bringt das Ganze nochmal auf eine ganz andere Ebene. Wir haben auch am Wochenende schon Sachen ausprobiert. Da ist unser Barkeeper und die Küche, haben wir Ideen gesammelt, Sachen Probe gekocht. Da sind schon ein paar super Sachen bei rausgekommen. Und ja, da freuen wir uns natürlich bald, die Sachen zu präsentieren. Ja, mit dem Eisgemüse, das muss schon relativ salzig sein. Schon aber nicht genug. Das Eisgemüse ist halt ein bisschen wässrig. Ja, ja. Und da kommt zu viel Salz hin. Die Bar wird Bayleaf heißen. Und Bayleaf bedeutet Lorbeerblatt. Das war so das erste, was ich so wirklich geschmeckt habe. In Essen, weil meine Mutter hat halt immer damit gekocht und ja, das heißt, die Bar geht zu Ehren von dir, Mama. Schaut einfach bei Facebook rein, dann teilen wir euch sofort mit, sobald die Bar offen hat und dann könnt ihr einfach so vorbeikommen. Ihr braucht nicht zu reservieren, einfach ins Kranhaus kommen, Cocktails, Food Pairing, Essen, alles was ihr wollt. Bis bald.